Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich sitze hier gerade mit zwei Brüdern. Wir sind am Unterhalten und da habe ich jetzt mein Handy genommen und habe keine Ahnung. Gib mal deinen Pass, damit ich den Pass in die Kamera halten kann, damit die wissen, wer du bist. Ja, und wir haben uns gerade über Dauer unterhalten in Deutschland und subhanallah, da ist mir einfach bewusst geworden, es ist echt schade, dass wir die Kundgebung nicht mehr durchführen können. Weil ihr müsst euch vorstellen, guck mal, jetzt zum Beispiel ist die Moschee in Braunschweig geschlossen worden. Zwei Moscheen in Hamburg und Dings sind geschlossen. Okay, mit den Moscheen haben wir sowieso nichts zu tun. Aber ihr seht, dass das Klima rauer wird. Man kann auf einmal aufgrund von Vermutungen Moscheen schließen und so weiter und so fort. Und wo kann man jetzt Unterricht machen? Okay, Social Media ist schön. Da kann man viel machen. Ihr hört jetzt gerade auch zu. Aber es ist trotzdem etwas anderes, wenn man zusammenkommt. Es ist eine andere Atmosphäre, brüderliche Atmosphäre. Man lernt neue Brüder, neue Geschwister kennen. Und da habe ich gedacht, es ist echt schade, dass wir die Kundgebung bzw. Open-Air-Vorträge nicht mehr machen können. Warum können wir die nicht mehr machen? Ist verboten worden? Nein, ist nicht verboten worden. Wir können die nicht mehr machen, weil ein Daher lebt, ein Prediger lebt nicht in einem Vakuum. Ein Prediger braucht die Unterstützung der Umma. Und eine Kundgebung lohnt sich nur, wenn die Leute auch bereit sind, die zu unterstützen. Ihr seid aber nicht bereit, was heißt ihr, oder viele Muslime sind nicht bereit, das zu unterstützen und diese brüderliche Atmosphäre und diese Wissensvermittlung mitzumachen, weil sie Angsthasen sind. Weil ihnen wird dann erzählt, hey, wenn du da hingehst, dann wirst du danach beobachtet. Dann passiert dieses und jenes. Das ist eine Angsthasenmentalität. Wir leben nicht in der Sowjetunion, auch wenn die Moschee zugeschlossen wurde. Wir leben nicht in irgendeinem sogenannten islamischen Land, wo ein Tyrann an der Macht ist, wo du lebendig beerdigt wirst. Wir leben in Deutschland. Und man muss bereit sein, Opfer zu bringen für die Brüderlichkeit und für den Islam. Und beobachtet zu werden, ist keine Körperverletzung. Ist nicht schlimm, ich werde auch beobachtet. Guck mal, ich lebe immer noch. Ich bin immer noch gesund. Deswegen, ihr müsst bereit sein, ihr müsst anfangen zu verstehen, dass ihr keine Konsumenten seid, sondern auch Produzenten. Jeden Klick, den ihr macht auf ein Video, jedes Video, was ihr teilt, damit seid ihr der Beitrag dazu, dass jemand die Worte Allahs hört. Dawa ist nicht nur jemand, der hier vorne sitzt und eine Predigt hält. Dawa ist auch derjenige, der dazu hilft, dass derjenige, der predigt, gehört wird. Zum Beispiel, Mus'ab ibn Umair war der Prediger, den der Prophet a.s. nach Medina geschickt hat. Aber er hätte nichts machen können ohne As'ad ibn Zurara. Kennt ihr As'ad ibn Zurara? Nee, kennt ihr nicht. Warum? Weil er ist schon ganz am Anfang der medinesischen Periode gestorben. Ich glaube, bevor die Masjid al-Nabawi zu Ende gebaut war. As'ad ibn Zurara ist mit Mus'ab ibn Umair von Haus zu Haus gegangen. Von Straße zu Straße, von Viertel zu Viertel. Dann haben sie irgendwann jemanden getroffen, der hieß Sa'd ibn Mu'ad. Und er sagte, gebe dir Mühe mit dem. Und Sa'd ibn Mu'ad hat den Islam angenommen. Dadurch hat sein ganzer Stamm den Islam angenommen. Und das hat dem Propheten die Tür geöffnet. Deswegen, du weißt gar nicht, vielleicht bist du As'ad ibn Zurara in dieser Zeit. Aber As'ad ibn Zurara hatte keine Angst. Warum? فَلَاتَ خَافُونَ وَخَافُونَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, sagt Allah. Fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich, wenn ihr Gläubige seid. Deswegen habt keine Angst, denn Allah ist mit uns. إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah wird diejenigen, die glauben, verteidigen. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Unsere Pflicht, den Gläubigen zu helfen. Vertraut auf Allah. Immer dann, wenn die Nacht am dunkelsten ist, kommt das erste Licht. Seid dabei, wenn wir die nächste Kundgebung machen. Dann können wir jede Woche bei euch sein. Und seid bereit, auch 200, 300 Kilometer zu fahren. Nehmt euch ein Auto mehr und mehreren Brüdern. Und so bringen wir die Brüderlichkeit auf die Straße. Das heißt, die haben die Moschee in Braunschweig zugemacht. Alles klar, wir kommen nach Braunschweig, wir machen mitten auf dem Marktplatz Vorträge. Islam gegen Terrorismus beispielsweise. Da können Sie auch nicht was gegen sagen. Dann können die Leute, die davor gehört haben, oh, was das für schlimme, radikale Böse sind, können sie unsere Reden live hören. Natürlich werden viele von denen, ja, das reden die, aber in der
Im Kanal, im Keller reden die was anderes, klar. Aber wie gesagt, man kann es nicht allen recht machen. Macht's gut. Salam alaikum.